Gerade keinen Zauberer zur Hand? Nun, wer sich Schnee wünschte, der konnte heute auf Illusionisten verzichten. Den gab es ab Nachmittag in Hülle und Fülle. Zur Freude der einen, zum Leid der anderen, die mussten für die Sicherheit sorgen und sich darum kümmern, dass der Schnee kein Unheil anrichtet. Schnee in dieser Menge ist eine Seltenheit geworden. Wie haben denn die Urhonnefer in ihren Kindertagen den Schneewinter erlebt? Ja, also ich kann mich gut daran erinnern. Ich bin hier auf der Rommersdorfer Straße 3C groß geworden. Und bei so einem Wetter sind wir mal hoch auf die Löwenburg, sind oben auf der Löwenburg gefahren. Und als Kind war eben ja auch beim Einbruch der Dunkelheit, musste man nach Hause und dann konnten wir von der Löwenburg bis auf die Rommersdorfer Straße mit dem Schlitten fahren. Wir sind also bis nahezu an die Haustür mit einem oder zwei Rutschen durchgekommen. Bis morgen früh könnte es laut wetter.de noch weiter schneien. Der Deutsche Wetterdienst indes hat seine Unwetterwarnung vor Glatteis bereits aufgehoben. Und nächste Woche könnte das Thermometer nach Voraussagen auf über 12 Grad klettern, bevor es dann wieder kälter wird. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Und kriegt ihr einen Namen? Die meisten Olaf. Hießen Olaf. Ja. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Thank you.